Herr Blome, stehen wir da jetzt gerade vor einem Scherbenhaufen oder was ist es? Von einer anderen Landschaft. Von einer deutlich veränderten Landschaft hat er sich schon angekündigt. Wenn es passiert, ist es dann eben immer doch wirklich manchmal überwältigend. Also eine ausgewiesen rechtsextreme Partei macht 30% und dann wird es sehr, sehr schwierig, gegen sie Mehrheiten zu bilden. Dazu kommt eine ganz neue Partei, die ganz schwer einzuordnen ist, weil sie auf einem klassischen, so wie wir das alle gelernt haben, Links-Rechts-Spektrum nicht mehr abzutragen ist. BSW? Sie ist beides, die BSW, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie sagte dazu mal hier, wir sind linkskonservativ. Ja, oder es ist linker nationaler Populismus. Auf jeden Fall linken Populismus gibt es in Deutschland nicht oder gab es nicht. Das ist es jetzt. Damit werden wir alle lernen müssen, umzugehen, beziehungsweise es zu verstehen, wie das funktioniert. Und mit den beiden Polen im Raum haben sie es schon extrem schwer, eine Mehrheit zu bilden. Und wenn das dann eine Mehrheit sein soll aus Linkspartei und CDU, führt sich das System irgendwann ad absurdum. Apropos absurd, es kreist vieles um einen Begriff, die berühmte Brandmauer. Ein Wort, mit dem Wochen, Monate, fast jahrelang alle hantiert haben. Und mein Gefühl war auch immer, Friedrich Merz benutzt dieses Wort, sagt aber jetzt, habe ich nie gemacht, ich habe damit eigentlich nichts zu tun. Habt ihr euch ausgedacht, ihr Medien, was heißt das? Sehen wir da erste Bewegungen in eine bestimmte Richtung? Brandmauer heißt ja, wenn man sich das Bild vor Augen führt, das ist eine Mauer ohne Fenster, ohne Durchlass. Also es ist nur eine Mauer, bumm, da geht nichts. Da kann man bestenfalls drum rumlaufen, aber eigentlich auch nicht, denn es ist ja eine Hausmauer. Wenn das heißen sollte, und das, glaube ich, war so gemeint, wir werden keine Koalition seitens der CDU mit der AfD machen, nichts Formelles, schon gar keine gemeinsame Regierung, dann, glaube ich, steht diese Mauer, oder wie man das jetzt immer nennen will, noch ganz, ganz lange. Wenn es darum gehen wird, andere Konstellationen zu finden, mit denen man ein Land regieren kann, wie Thüringen, das ja schon 5 Jahre mit wechselnden Mehrheiten regiert worden ist, dann könnte es auch sein, dass die AfD da gelegentlich mitmacht. Hat sie übrigens in der Vergangenheit mit der CDU schon hier und da gemacht. Und dann wird es auf die Sache ankommen, weil es zu spät oder wie auch immer vielleicht auch nicht demokratisch ist, zu sagen, 30% nehmen wir schon mal aus dem Saal raus, als hätten die da nie Platz genommen. Okay. Glaubwürdigkeit, ne? Darum geht es ja jetzt auch. Er sagt, Brandmauer habe ich nie gesagt. Das wart immer nur ihr. Gibt aber, glaube ich, verbrieft das Zitat vom 23. Dezember 21. Habe ich nicht im Kopf. Wo er sagt, glauben, dass auch Brandmauer ein Begriff war, den wird Friedrich es eine Merz. Brandmauer zur AfD geben. Ja. Es gibt auch ein Zitat von Friedrich Merz, mit mir wird die AfD halbiert werden. Hat sich auch nicht so gut gealtert, muss man sagen. Ja gut, da sagt er, kann ich nicht, weil die Koalition sorgt dafür, dass sie sich verdoppelt. Stimmt auch, würde ich aber sowas auch nicht ankündigen. Ist vielleicht auch ist es richtig? Den Mund nicht so vollzunehmen, wie man es eh nicht einlösen kann. Noch einmal, ich glaube Friedrich Merz und der gesamten CDU, dass sie keine Koalition mit der AfD macht, von hier bis ganz, ganz weit in die Zukunft. Aber man wird sich darüber noch einmal Gedanken machen müssen, wie man mit diesem Wahlergebnis umgeht, denn der Wähler hat es nun mal so gewollt. Und nun macht halt was draus. Und das heißt auch Dinge zu denken, die es vorher halt nicht gab. Angefangen bei Minderheitsregierung. Wie gesagt, das gab es schon mal in der Form. Aber eben auch sich bestimmte Projekte anzuschauen, auch mit dem BSW und der Linkspartei zu überlegen. Am Ende wird wahrscheinlich Bodo Ramelow, der hochbeliebte Linkspartei, mit dem hat er gar nichts mehr zu tun in Wahrheit, Ministerpräsident, abgewählt von Thüringen, die entscheidende Stimme für die Wahl von Mario Vogt zum Ministerpräsidenten. Weil, muss man kurz erklären, Bodo Ramelow der einzige Spitzenkandidat ist, auch interessant, der sein Direktmandat geholt hat. Er sitzt im Landtag. Genau. Was Mario Vogt, den wir da gerade sehen, nicht gelungen ist. Und was interessanterweise auch Björn Höcke nicht gelungen ist. Ja, er hat es jetzt, glaube ich, zweimal an einer Stelle probiert, im Westen des Landes Thüringen, ein anderes Mal weiter im Osten. Höcke jetzt, wir reden von Höcke. Höcke, genau. Ja. Und beim dritten Mal kann er sich noch mal einen Wahlkreis aussuchen, vielleicht klappt es dann. Hat verloren gegen einen anderen Geschichtslehrer, CDU-Geschichtslehrer, Herrn Tischner, ne? Ist das richtig? Genau. Ja. Höcke als Person hochgradig unbeliebt, offenkundig auch im Land. Die Werte für seine Zustimmung persönlich differieren krass von denen für die AfD und dem Wahlergebnis. Also Höcke hat eher seine Partei womöglich gebremst, als dass er sie befördert hat. Möglicherweise wird das auch noch für ihn eines Tages Konsequenzen haben. Aber im Moment sitzt er natürlich fest im Sattel. Mit 30% ist das ein Datum, das können sie nicht drum rumlaufen. Ob uns das jetzt gefällt, und ich nehme mal ganz stark an, allen hier in dieser Runde gefällt das nicht so sehr.
Aber es ändert ja nichts daran, dass es stattgefunden hat. Weil Florence Kaup heute hier ist und weil die Repubblica, italienische Repubblica, schreibt, das war vor allen Dingen ein Sieg für Wladimir Putin, den wir da in Sachsen und in Thüringen gesehen haben. Wie wird das bei der NATO diskutiert? Naja, ich sage es immer wieder, dass wir NATO-intern eigentlich nicht so viel über interne Politik aus Mitgliedstaaten diskutieren. Also klar, wenn es so ein Schockergebnis gibt, dann schon eher. Aber wir, deswegen reden wir auch zum Beispiel nicht so wahnsinnig viel über die Wahlen in den USA. In dem Sinne, dass wir als NATO, wer auch immer dann an der Macht ist, ist unser Ansprechpartner. Ja. Genau. Aber natürlich sehen viele, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern natürlich auch in Frankreich, einen Trend, der vielen auch Angst macht. Und natürlich, als NATO denken wir eben ganz klar an Russland. Die Frage ist, okay, inwiefern sollte es dann irgendwann so ein Dominoeffekt geben? Gibt es dann irgendwann eine Mehrheit an NATO-Regierungen, die sowas nicht wollen? Also das ist jetzt in ferner Zukunft, aber klar, da denkt man drüber nach. Warum schreiben die das so, dass das ein besorgniserregender Sieg für Wladimir Putin sei? Weil natürlich die AfD und andere Parteien, wobei muss ich sagen, jetzt vor allem die AfD, Rassemblement National in Frankreich. Auch, ne? Genau, aber ich meine jetzt, also nicht alle Rechtspopulisten in Europa sind pro Putin, zum Beispiel Rassemblement National in Frankreich. Le Pen hat sich ziemlich klar von Russland distanziert, aber die AfD ja eben nicht. Mhm. Ja, und im Gegenteil. Haben wir Kredite von dem bekommen? Genau, nur mal so am Kredite, Rande. Aber auch zum Teil, wenn man auch die Sprache beobachtet dieser Politiker, dann klingt das fast schon nach Sprechzetteln, die halt direkt aus Moskau kommen. Also das ist, natürlich gibt es da eine direkte, indirekte Verbindung. Mhm. Ja, ich glaube, es ist entscheidend und besorgniserregend aus NATO-Sicht sollte sein, mit welchem Satz, mit welcher, wie soll man sagen, Idee haben diese beiden Parteien so gut abgeschlossen beim Thema Krieg und Frieden, dass in Thüringen, die keinen Außenminister haben werden, doch sehr, sehr nachhaltig eingeschlagen hat. Mit dem Satz nämlich, für die Ukrainer habt ihr 20 Milliarden und für uns habt ihr nichts. Ja. Und der Satz funktioniert natürlich aus populistischer Sicht in jedem europäischen Land. Der funktioniert auch in Amerika offenkundig ziemlich gut. Und der Satz, den muss man erstmal aus der Welt diskutieren, beziehungsweise aus der Arena, der Wahlarena da rausdiskutieren und die Leute zu überzeugen, doch, das ist gut investiertes Geld, in Anführungsstrichen, das ist wichtig für unsere Sicherheit, auch wenn man einen Angriffskrieg Putins auf Westeuropa jetzt nicht übermorgen voraussieht. Aber der Satz ist so klar und der geht aus der ganz großen Geopolitik so direkt ins Portemonnaie der Leute, das hat halt gezogen. Und das ist in den USA ja genauso. Also es ist jetzt in den USA, dass die Wankelmütigkeit zum Teil der Republikaner ist ja nicht Anti-Ukraine, sondern es ist eher so, eure Priorität sollte eigentlich vielleicht eher im Land sein. Ne? Also das ist natürlich immer... Ja. Und welche Erzählung hat die NATO und welche Erzählung hat die Bundesregierung, um zu sagen, doch, das ist wichtig. Das geht zwar in euer Portemonnaie, aber es ist gut so. Es hat seinen Sinn. Und da höre ich echt wenig. Wir hatten neulich Marc-Felix Serrao hier, Chefredakteur der NZZ, der im Februar, glaube ich, in einem vielbeachteten Kommentar sagte, hegt die ein, die AfD, indem sie in Regierungsverantwortung zwingt. Und verwies auf verschiedene Länder, in denen das mal so funktioniert hat, insbesondere Schweden, sehr interessant, wo man auch ähnlich, und das ist wirklich die Analogie zu Deutschland, sehr viele Dinge gemacht hat, um irgendwie etwas hinzukriegen, was sozusagen an der AfD vorbeiführt. Da waren es die Schwedendemokraten. Dann stiegen die immer weiter an, bis auf 22%. Und dann ging es nicht mehr anders. Es platzte die Regierung, weil man zu viele Zugeständnisse machen musste. Unter anderem auch Besteuerungen für Reiche massiv nach unten und so weiter, was in dieser sehr egalitären schwedischen Gesellschaft ein großes Thema dann natürlich ist. Und jetzt sind die plötzlich Teil dieser Regierung und erreichen dann bei der letzten Europawahl 13%. Kann funktionieren. Ich habe große Bedenken, ich habe einen großen Zweifel, ob das in Deutschland funktionieren würde mit dieser deutschen AfD. Warum? Weil in fast allen, eigentlich allen europäischen Ländern die Rechtspopulisten, Rechtsextreme, irgendwann anfingen, in die Mitte wieder zurückzuschwenken und dann kamen sie auch in die Regierung oder wurden beteiligt oder haben es übernommen bei Frau Meloni, haben sogar die Premierministerin stellen können. In Deutschland ist die AfD immer noch auf dem Weg nach draußen. Sie ist immer noch weiter nach draußen, rechts außen und hat damit Erfolg. So weit draußen, dass Marine Le Pen sagt, mit euch wollen wir eigentlich nichts zu tun. Zum Beispiel. Mhm. Also die jetzt in eine Regierung einzubinden, welches der Programmpunkte würde man denn gerne dann übernehmen? Das frage ich mich jetzt so. Mir fällt da keiner so richtig ein aus dem AfD-Programm. Der Ausstieg aus dem Euro vielleicht oder die Abschaffung aller Klimaschutzgesetze, was alles da drin steht. Der Rauswurf aller Leute aus dem deutschen Gesundheitssystem, die nicht perfekt Deutsch sprechen. Wer pflegt dann genau meine Mutter?
Also das alles, was nehmen wir denn aus dem Programm, um sie zu domestizieren? Mhm. Mir fällt nichts ein. Insofern glaube ich, ist der Weg ernsthaft verbaut. Vielleicht kommt die AfD irgendwann und kehrt bei und kehrt zurück in die Mitte, in Richtung Mitte zumindest. Und dann könnte man neu darüber nachdenken. Mhm. Aber mit dieser AfD sehe ich die Gemeinsamkeit nicht. Und bevor wir gleich die Frage nach Amerika auch stellen, die Debatte um Mittelstreckenraketen, die auch ein Thema war in diesem Wahlkampf, und zwar auch mit dem Hinweis, wieso verhandeln wir sowas nicht als Gesellschaft? Wieso reden wir nicht darüber? Sagt ihr einfach an. Schlechte politische Kommunikation, könnte man sagen. Welchen Sinn hat das? Welcher Logik folgt das? Warum diese Mittelstreckenraketen, Frau Gauck? Naja, das ganze Konzept, unser Sicherheitskonzept, was wir haben seit eigentlich schon spätestens seit dem Krieg in der Ukraine, ist natürlich Abschreckung. Was heißt Abschreckung? Ist, dass man der Gegenseite glaubwürdig vermittelt, wenn ihr uns angreifen solltet, dann wird es sehr wahrscheinlich keinen Erfolg haben und es wird euch sehr viel kosten. Also jetzt nicht Geld, sondern alles Mögliche. Und das beinhaltet natürlich auch, dass man quasi zeigt, was man alles hat. Also das ist das Konzept Abschreckung, was den gesamten Kalten Krieg eigentlich, sagt man, aus wissenschaftlicher Perspektive kalt hat lassen, sein lassen. Ja? Bleiben lassen, genau. Ja. Also weil quasi beide Seiten, und es gilt ja nicht nur für uns, sondern es hat auch die Sowjetunion gemacht, sich klar zeigen, Achtung, ich habe alles das und das, also es ist kalter Frieden, kalter Krieg, aber es ist nicht heiß eben deshalb. Und natürlich jetzt seit dem Ende des Kalten Krieges sind wir in einer anderen Logik gewesen, aber jetzt sind wir wieder da zurück. Eigentlich ist die Kommunikation eben der Zeitenwende klar suggerieren, wir brauchen wieder Sicherheitspolitik, die investiert, die eine glaubwürdige Bundeswehr hat. Wenn das Essenz von Abschreckung ist Glaubwürdigkeit. Also wenn man muss glaubwürdig als potenzielle Bedrohung wahrgenommen werden. Man muss glauben, dass wenn du Lettland angreifst, dass du dann quasi Amerika angreifst. Genau, das ist die Idee. Das musst du wirklich glauben. Genau, es reicht nicht. Das ist nicht Schaufensterpolitik. Das muss wirklich glaubwürdig sein. Und das zu kommunizieren. Und deswegen, ich weiß auch nicht, Herr Blume, also die NATO kommuniziert. NATO ist ja nicht die Waffen schickt. Ne? Das sind die Mitgliedstaaten. Und die NATO kommuniziert ganz klar, wir schützen die Staaten, die Teil der NATO sind. Also jetzt das Geld, von dem Sie davon sprachen, das geht jetzt, kommt nicht aus der NATO, es geht auch nicht in die NATO. Aber natürlich ist es Aufgabe der Bundesregierung, sowas glaubwürdig zu vermitteln. Und was ich, als es vor 2,5 Jahren anfing, habe ich gedacht, es wird sein wie immer in Deutschland. Wir machen 3 bis 6 Monate Talkshow und dann am Ende haben wir einen Konsens. Und ich merke, wir reden immer noch darüber. Das heißt, hier geht es um was viel Tieferes. Es geht hier um echte, ich würde sagen, Teil der deutschen Identität verändert sich gerade, wenn es um Sicherheitspolitik geht, Außenpolitik, Krieg, Konflikt und so weiter. Und das sieht man dann eben auch an Sachen wie dem Wahlergebnis. Also deswegen, ich würde diesen Satz nicht interpretieren als, wir wollen in erster Linie, dass ihr Geld für Sozialausgaben ausgibt und dann für Verteidigung. Ich glaube eher, es geht um ein größeres geopolitisches Weltbild. Wer sind wir in der Welt? Wie ist unser Verhältnis zu Russland? Und natürlich sieht man halt, klar, besonders in diesen Bundesländern eine Ablehnung der Außenpolitik. Also nicht nur das Geld, sondern es geht auch um Ablehnung der Außenpolitik. Und jetzt zu der Frage, warum diskutiert man das nicht? Naja, als Sicherheitsexpertin, ich verstehe den Wunsch nach dem Diskurs. Den hatten wir auch in den 80er Jahren, ne? Also eine Debatte darüber. Ja, ich meine, schon interessant, die großen Demos im Bonner Hofgarten hat unter anderem angeführt und mitorganisiert ein gewisser Olaf Scholz. Genau, ich verstehe das Bedürfnis danach. Ich denke auf jeden Fall immer, es muss viel mehr kommuniziert werden. Aber es ist schon klar, dass manches, es ist ja eine repräsentative Demokratie, heißt, dass man Verantwortung für manche Entscheidungen der Regierung abgibt. Ja, und jetzt haben wir hier anscheinend einen Punkt erreicht, der für viele Deutsche zu weit geht. Das sehe ich schon auch. Aber mit dem Grund, warum wir in der NATO oder in Partnerstaaten zum Teil an Glaubwürdigkeit verloren haben, ist, weil bei allem wird erstmal zu Tode diskutiert, schicken wir das. Das verlangsamt natürlich die Entscheidungsprozesse und lässt uns halt auch nicht als besonders zuverlässig dastehen. Lohme offenbar anders. Ja, das ist schon ein gewisser Unterschied, ob Sie sich entscheiden, noch ein IRIS-T oder noch eine Panzerhaubitze, das soll mal schön die Regierung machen und einschätzen, hoffentlich mit Hilfe von Experten und kundigen Leuten, wie viel sie davon hat und wie viel sie davon weggeben kann. Aber eine Raketenstationierung, Mittelstreckenraketen zu stationieren, die, wenn ich das richtig sehe, in Moskau das Licht ausmachen könnten, wenn man das unbedingt wollte. Darüber sollte man ein bisschen breiter diskutieren. Also ich bin in der Tat groß geworden und habe so um die Zeit dieses Nachrüstungsbeschlusses Abitur gemacht. Das war eine Diskussion in der kompletten Breite über alle Generationen sich unterschiedlich entwickelnde und abspielende Diskussion über die Frage, machen wir das, riskieren wir das, ist das es wert,
Ist es die richtige Logik dieser Abschreckung oder ist sie MAD, wie es auf Amerikanisch oder auf Englisch, pardon, Mutual Assured Destruction ja heißt? Und am Ende gab es keinen Konsens, sondern eine Entscheidung der Regierung. Die hat der Kanzler mit seinem Amt bezahlt damals, Helmut Schmidt. Aber der nächste Kanzler hat sie halt weitergeführt und sie nicht revidiert. Und so ist es dann, hat es sich irgendwann eingepflegt und mit dem Ende, der vermeintlichen Ende der Geschichte 1989, ist das dann in eine Friedensdividende gegangen. Und jetzt kommt es halt wieder zurück. Aber jetzt fehlt die Debatte. Genau. Das geht nicht, glaube ich. Das ist interessant. Vielleicht. Im Grunde auch nur ergänzt dazu, kann man nur sagen, die damalige Nachrüstung-Debatte ist ja vom Bundeskanzler Schmidt schon 2-3 Jahre vorher mit entsprechenden Aufsätzen und dann in der Security Community in der NATO, nicht, aber dann auch relativ frühzeitig in der außensicherheitspolitischen Debatte nicht nur in Deutschland geführt worden. Und damit war allen klar, weswegen diese Nachrüstung, diese Abschreckungslücke, die damals definiert worden ist, und die wir natürlich heute auch wieder haben. Aber das können Sie in der Tat schlecht in der Nacht- und Nebel-Aktion kommunikativ machen. Ich verteidige nicht Nacht- und Nebel-Aktion. Ich finde auch, braucht immer lieber mehr Debatte als zu wenig. Aber der Kontext ist schon ein bisschen anderer. Also wir haben im Gegensatz zu den 80er Jahren jemanden, der in Moskau vermehrt und die ganze Zeit indirekt und auch zum Teil direkt mit nuklearen Anschlägen droht. Ja. Und natürlich, wir wissen, dass das Kanzleramt diesmal viel mehr als wahrscheinlich damals Schmidt kredibel glaubt, sowas ist jetzt viel wahrscheinlicher. Also wie gesagt, verstehen Sie mich nicht falsch, Debatte. Und gerade weil Deutschland seine strategische Identität gerade verändert, brauchen wir noch mehr davon. Deswegen verstehen Sie mich nicht falsch. Ich sage nur, Achtung, der Kontext ist nicht ganz der gleiche wie in den 80er Jahren. Lass uns einmal kurz Elmar Thewissen dazu holen. Der uns jetzt, glaube ich, aus Washington, da ist er, Elmar, schönen guten Abend nach Washington. Hallo in die Runde, hallo Markus. Wie wird das in Amerika diskutiert, Elmar? Wird das überhaupt diskutiert, ist die große Frage. Ich habe so einen schönen Satz von Herrn Konrad im Ohr. Die Frage ist immer, was kannst du rausgeben auf 9 mm? Ne? Das ist sozusagen die Logik dahinter. Ja, das ist die berühmte Abschreckungsfrage. Ja, ich glaube, das, was ihr gerade diskutiert habt, ist genau der entscheidende Punkt. Da sickert das russische Narrativ einfach ungehindert in die deutsche Gesellschaft, in die europäische Gesellschaft, in die amerikanische Gesellschaft hinein. Und zwar ungehindert deshalb, weil sie Lautsprecher hat. In Deutschland unter anderem eben die AfD, hier in den USA teilweise die trumpistische Bewegung. Und im Rest Europa ist es nicht viel anders. Und es fehlen Politiker anderer Parteien, die ein Narrativ entgegensetzen, die eine überzeugende Argumentation haben, warum das eigentlich Gift ist, was unsere Stärke, unsere Entschlossenheit, das, was Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Fortschritt, all das über Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges garantiert hat, dass das alles besser ist als all das, was da aus Moskau behauptet wird. Und das wird so perfekt gemacht, das kann Herr Konrad, grüße Sie, hallo, hervorragend beurteilen, weil Wladimir Putin als ehemaliger KGB-Agent das komplette Instrumentarium dafür nutzt, die Klaviatur. Und wir haben jetzt gerade das Paradebeispiel dafür, das amerikanische Justizministerium hat Anklage erhoben gegen führende Vertreter russischer Medien, aber auch russischer Regierungsstellen und Geheimdienste, weil sie mit viel Geld und mit allem, was ihnen zur Verfügung steht, versuchen, den amerikanischen Wahlkampf zu beeinflussen und das russische Narrativ hier zu verbreiten. Und ich will ein Beispiel mal nennen. Russia Today, da ist jetzt die Chefredakteurin Margarita Simeonyan eben auch mit angeklagt in dieser Anklage, die erhoben worden ist, dass sie mit RT zusammen Millionen investiert, unter anderem 10 Millionen in eine Firma hier in Tennessee in den USA, die in den letzten Monaten 2000 Propagandavideos über alle möglichen Social Media verbreitet hat, die in Sachen Ukraine und die in Sachen Russland und Moskau das russische Narrativ verbreitet und damit auch den amerikanischen Wahlkampf massiv beeinflusst. Das ist auch der Vorwurf hier, dass quasi auf diese Weise verursacht wird, zu manipulieren und das System zu destabilisieren. Und hier haben wir Ähnliches wie in Deutschland. Wir haben die trumpistische Bewegung, die gar keinen Hehl daraus macht, dass es ihr darum geht, das alte
zu zerschlagen, das alte Regime, wie das sogar genannt wird, in postliberalen Kreisen hier in den USA, zu denen J.D. Vance und einige andere sich zählen, um ein neues System zu errichten. Und das ist jetzt gerade mal im Sinne sehr von Wladimir Putin, der sich freut, ein Loch in den Bauch, wenn halt die Destabilisierung so einfach wird für ihn. Ich schaue gerade mal zu Herrn Konrad. Ich habe vorhin mitgekriegt, dass Florence Kaupp sehr erfreut war, ihn mal kennenzulernen heute hier. Ja, weil Sie so jahrelang, jahrzehntelang das Phantom waren. Jetzt sitzen Sie hier, ganz leibhaftig, der ehemalige Chefagent sozusagen. Wie läuft sowas? Ja gut, das ist im Zeitalter der modernen Medien und der elektronischen Medien ist das natürlich noch einfacher, als es früher war. Ich meine, auch das sind alles alte Methoden der psychologischen Kriegführung, der Propaganda, der Desinformation. Das ist alles im Handbuch der Special Measures schon in der guten alten Sowjetunion gewesen. Nicht? Und letzten Endes auch bei Lenin und Trotzki, man kann also ganz weit zurückgehen, als ein Modus operandi, Tools in der Toolbox gewesen. Ja, damals dann zur Beeinflussung erstmal des zaristischen Russland. Ne? Aber in der Tradition steht das Ganze. Es ist also nichts Neues. Es ist ein wichtiges Element der Selbstbehauptung, nicht? Der eigenen politischen Selbstbehauptung und der Überwältigung des Gegners. Und heutzutage ist das eben jetzt mit den modernen Mitteln von Social Media und elektronischen Medien einfach. Die Inhalte sind gleich. Ja, aber so nach dem Motto, nichts ist so gefährlich wie ein Mann mit einer Überzeugung. Ja, ne? Genau. Menschen brauchen Geschichten, Psychologie. Ja, natürlich. Sie haben Überzeugung, sie haben ein häufig geschlossenes Weltbild, das sie heute in voller Schönheit, nicht wahr, ausbreiten können und das vervielfältigen können. Nicht? Sie haben die Breitenwirkung. Ja, wenn man früher Neues Deutschland las, in der Bundesrepublik Deutschland, das war ein kleiner Klüngel, nicht wahr, von Leuten, die eben dann, oder Pravda, nicht? Das waren halt, ja Gott, das war eine Art von Minderheit. Heute können sie all dieses eben in zigmillionenfacher Weise bringen, in allen möglichen Verpackungen. Nicht? Da steht eben dann nicht mehr die berühmte alte Neue Deutschland, gibt ja heute auch noch eins, aber nicht, also nicht. Und die alte Pravda, das können sie alles machen mit seriös klingenden Titeln, Verpackungen etc. pp. Und insbesondere in solchen Dingen wie TikTok und Co. Also damit wir uns jetzt hier nicht allzu einig werden, würde ich mal gerne folgende Frage stellen. Das stimmt alles und das ist ein Versuch zu manipulieren in den USA ganz bestimmt genauso wie hier. Und da können wir uns echt warm anziehen, was den Bundestagswahlkampf angeht. Aber manche Frage, die nach 2 Jahren Krieg laut wird, und ich bin sicherlich einer, der immer noch ein großer Unterstützer der Ukraine und der ganzen Politik, sie vor diesem Überfall zu bewahren und zu beschützen und zu stärken. Aber 2 Jahre nach Beginn des Krieges gibt es ein paar Fragen, wie soll das eigentlich weitergehen und wie lange? Das ist was anderes. Und die zu stellen, ist jetzt nicht das russische Narrativ. Nee. Das wäre echt zu einfach. Sondern die Frage zu stellen heißt, wir brauchen die Bundesregierung, die Experten, die Journalisten vielleicht auch, brauchen eine Antwort, die man Leuten geben kann, die diese Frage stellen. Zum Beispiel im thüringischen Landtagswahlkampf oder im sächsischen Landtagswahlkampf. Die sagten, was soll das? Wie lange wollt ihr in dieses Fass noch Geld gießen? Muss man jetzt nicht irgendwann mal sagen, okay, wenn man es nicht ändern kann, wenn man es nicht ganz freikämpfen kann, das Land Ukraine von dieser Besatzung, was macht man dann? Oder machen wir das so lange weiter, bis irgendeiner der beiden Kontrahenten umfällt? Und das kann dann noch ein Jahrzehnt dauern. Ja, bin ich total bei mir. Mich würde mal interessieren, wie und ob das in den USA auch besprochen wurde, dieses Wahlergebnis, Elmar. Nicolas Blome hat natürlich recht. Die Frage stellen sich auch viele in der amerikanischen Öffentlichkeit. Und ich finde, die Frage darf man ja auch stellen. Und man darf auch besorgt sein, ob der Waffenkonzentration in dieser Dimension mitten in Europa. Aber was propagandistisch dann immer sofort kommt, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo russische Propaganda wirkt, so der Hinweis auf, da gibt es ja auch diese unvorstellbar korrupte Ukraine. Und dann wird dir genau aufgezählt, wer da alles wie korrupt ist und so weiter. So im Sinne von, pass mal auf, die einen sind nicht besser als die anderen. Die sind es nicht wert, dass wir sie unterstützen. So, das meine ich. Da wirkt diese Propaganda. Und perfide, genau. Ja, klar. Aber genau. Noch einmal die grundsätzliche Frage,
Hat die Bundesregierung eigentlich eine Idee, wie man diesen Krieg beenden könnte, wenn sie sich's malen dürfte? Nein, natürlich nicht, weil niemand diese Idee... Darf ich noch kurz zu Ende denken? Der Punkt ist, dass man immer gesagt hat, nicht wir entscheiden das. Weil ich finde es auch, wie gesagt, immer wieder lustig, dass wir in Deutschland so reden, als werden wir irgendwas entscheiden. Alles, was wir tun, und das ist viel, sind Waffen liefern. Aber ich sage auch immer, selbst wenn wir die Waffenlieferung jetzt suspendieren, dann hört der Krieg nicht auf. Das ist so, Sie kennen den Nahen Osten genauso gut wie ich. Ja, das ist, man kann auch mit ganz wenig Waffen ganz schön viel kaputt machen. Also meine Theorie wäre, selbst wenn noch jetzt Trump an die Wahlmacht kommt und es werden keine Waffen mehr kommen, denken Sie dann, es kommen keine Waffen mehr aus Polen, denken Sie dann, die existierenden Waffen also werden nicht mehr genutzt. Also es wird halt asymmetrischer werden, es würde sich mehr auf Terrorismus verschieben und so weiter. Also ich glaube, das ist das Sabotage, eine. Man darf nicht denken, dass wir mit unseren Waffen jetzt den Krieg, natürlich tragen wir was dazu bei, dass er weitergeht, aber es ist nicht so, dass wir einfach sagen, nee, jetzt wollen wir es nicht mehr, ziehen wir den Stecker, dann ist der Krieg vorbei. Tatsächlich ist es so, dass Selenskyj legt jetzt einen Friedensplan vor, oder was heißt Friedensplan, einen Weg nach draußen. Ich habe ihn auch nicht gesehen, aber natürlich, und deswegen, das ist das, was Sie in der Anmoderation gesagt haben, Herr Lanz, ist, dass das macht Selenskyj natürlich auch, weil der Druck auch in der amerikanischen Bevölkerung da ist. Genau. Das ist Teil dieses Wahlkampfs zu sagen, warum unterstützen wir das? Denn im Gegensatz zu uns haben Amerikaner natürlich noch mehr das Gefühl, das ist super weit weg, warum ist das unser Problem? Und da war immer schon die Sache, das muss die Ukraine, muss uns den Weg nach draußen zeigen. Und das liegt jetzt erstmal was auf dem Tisch. Aber natürlich, it takes two to tango. Ohne Russland wird das Ganze nicht funktionieren. Und das ist eben auch das, was manchmal herzzerreißend ist, dass man Leuten, die wirklich wohlmeint sind, sagen, wir wollen, dass der Krieg vorbei ist, hört einfach auf. Das entscheiden wir halt leider nicht allein. Elmar, du wolltest gerade... Ja, die entscheidende Frage ist doch, haben wir all das getan, was man hätte tun müssen, um am Ende diesen Krieg absehbar zu einem Ende zu bringen mit einem Sieg der Ukraine, der Wiederherstellung der territorialen Integrität und der Souveränität? Wenn die Frage, wenn die so beantwortet wird, dass man sagt, naja, wir haben alles getan, was wir konnten und mehr geht einfach nicht und wir wollen auch nicht mehr, das kriegen wir nirgendwo durch, was auch immer, dann ist man gezwungen, eine Lösung zu finden, die einen Ausweg, wie auch immer, am Ende bietet, der wahrscheinlich nicht mit der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine endet. Wenn man aber zu dem Schluss kommt, man hat zu wenig getan und hätte mehr tun können, und ich bin einer von denen, die der Meinung sind, man hätte mehr tun können und kann auch jetzt mehr tun, dann hätte man, müsste man jetzt eben auch deutlich mehr tun. Das ist schwierig und ich glaube, was gerade passiert, ist tatsächlich, dass die Ukraine, dass Selenskyj versucht, mit den ukrainischen Truppen und den Angriffen auf russischem Boden aus diesem Deadlock, aus dieser Blockade herauszukommen und den Westen zu einer Antwort zu zwingen. Er kommt hier in die USA in den nächsten Wochen. Er wird tatsächlich auch diesen Friedensplan vorlegen. Er wird noch einmal dafür werben, die entsprechenden Waffen zu bekommen, um wirklich tief in russisches Territorium hinein diesen Krieg zu tragen. Und das ist die Gretchenfrage am Ende. Dann kommt es zum Schwur. Dann müssen die Amerikaner, dann müssen die NATO, dann müssen die Europäer sagen, ja, wir sind der Meinung, das ist eine Möglichkeit, um Putin dazu zu zwingen, von seinen Maximalforderungen abzugehen. Oder sie müssen sagen, wir haben die Kraft nicht, wir haben die Entschlossenheit nicht, wir kriegen das nicht durch, wir haben auch das Geld nicht. Dann sollten sie ehrlich sein und dann auch entsprechend nach einem anderen Ausweg suchen. Nochmal, der am Ende die Charta der Vereinten Nationen, die territoriale Integrität und Souveränität eines Landes ad absurdum führt. Noch ganz kurz. Elmar, diese Landtagswahlen, wo das alles auch Thema war, mit reingespielt hat. Nikolaus Bohmer weist zu Recht darauf hin. Man kann sagen, das hat ja letzten Endes niemand in Thüringen zu entscheiden. Aber es spielt natürlich ganz tief rein, von ganz oben nach ganz unten in die Lebenswirklichkeit der Leute. Der Satz dazu ist eben schon gefallen. Spielen diese Landtagswahlen, das, was da passiert ist, auch sozusagen die historische Dimension, spielt das in Amerika irgendeine Rolle? Also es wird hier auf jeden Fall aufgemerkt in den großen amerikanischen Medien, allen voran natürlich den Zeitungen, sicherlich in den Zusammenhang gesetzt mit dem, was wir in Frankreich, Italien und anderswo in Europa in den letzten Jahren schon erlebt haben, aber eben mit der speziellen Zusatzbemerkung, das ist Deutschland, das ist das Land, wo die, für die zumindest ein Teil der AfD, ein Teil auch ihrer Anhänger steht, eigentlich mal das waren, gegen das Amerika und viele Verbündete gekämpft haben. Das wird hier entsprechend so konnotiert, ein Antisemitismus, ein Rassismus, der da wahrgenommen wird, dass eine Art und Weise auch der autoritären
Führungsvorschläge, die es da gibt. Das wird hier auch notiert. Das führt aber nicht dazu, dass Amerika sich momentan große Gedanken darüber macht, weil man ist mit sich selbst beschäftigt und stellt sich die Frage, ob möglicherweise Amerika dem Vorbild folgt, je nachdem, wie die Wahl ausgeht. Weil, wie vorhin beschrieben, geht es auch hier um die Frage, ob es autoritärer in der Führung der so großen Supermacht werden soll.